Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Jahr fängt gut an. Die Sternsinger sind unterwegs. 600 Sternsinger durfte ich vor einigen Tagen in Bad Buchau aussenden. Die versammelten Sternsinger grüßen Sie freudig und wünschen Gottes Segen. Also, das Jahr fängt gut an. Es beginnt mit Segen. Sternsinger bringen Segen zu uns, in die Häuser, zu den Menschen. Sie verkünden das zentrale Festgeheimnis von Epiphanie, vom Fest der heiligen drei Könige. Gott ist unter uns erschienen in Jesus Christus. Gott ist mit uns. Er geht mit uns. Und das ist ein Segen. Das Jahr 2018 steht von heute aus unter einem guten Stern. Das christliche Fest bringt Segen und Freude. Segen bringen, Segen sein, das ist auch das Motto der Sternsinger für die diesjährige Aktion. Segen bringen, Segen sein, das möchte ich über das neue Jahr und die Zeit, die vor uns liegt, über unsere Zukunft schreiben. Und liebe Damen und Herren, wir haben es nötig. Den Segen Gottes. Wir brauchen Kraft und Orientierung, um unser aller Zukunft gut zu gestalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, in die Zukunft einzugreifen. Aber nicht über allem ist das, über allem, was Menschen tun und wie sie eingreifen, ein Segen. Nicht alles wirkt sich segensreich aus, was Menschen tun. Ich habe meine Neujahrsansprache deshalb Eingriff in die Zukunft genannt. Das gewaltige Eingriffspotenzial, das Menschen zur Verfügung steht, wird besonders, und auf diese Schwerpunkte möchte ich mich heute einmal konzentrieren, wird besonders in den Biotechnologien und in der Digitalisierung manifest. Wir verändern beispielsweise durch Biotechnologien das Verhalten der Menschen im Bereich der Fortpflanzung, der Weitergabe des Lebens. Durch den Eingriff der digitalen Technologien werden wir selbst, wenn wir nicht aufpassen, zu einem integralen Element der sich entwickelten digitalen Welt und drohen darin aufzugehen. Ich möchte Ihnen zu dieser höchst komplexen Materie einige Überlegungen anbieten, um konstruktive Nachdenklichkeit und mutiges Handeln zu bewirken. Das brauchen wir, damit wir es schaffen, eine gute Zukunft zu gestalten und die unantastbare Würde des Menschen zu bewahren. Mein Neujahrsimpuls ist in zwei große Teile gegliedert. In einem ersten Teil mit der Überschrift Eingriff in die Zukunft werde ich zu den neuen Biotechnologien und der globalen Digitalisierung einiges beispielhaft ausführen und Kontexte, Chancen und Risiken vorstellen. In einem zweiten Teil, der aus christlichem Geist Mitwirkungsangebote vorstellt, werde ich die Einladung aussprechen, an einer menschenfreundlichen Welt und einem menschenwürdigen Leben mitzuarbeiten. Mit einigen Impulsen möchte ich zeigen, welchen Beitrag wir als Christen, als Kirche leisten können. Und so komme ich zum ersten Abschnitt, der Eingriffe in die Zukunft. Meine Damen und Herren, die neueste der Eingriffsmöglichkeiten hat es in sich, die mit dem Begriff CRISPR-Cas9 bezeichnete Technologie ermöglicht den Eingriff in die Keimbahn des Menschen. Das heißt, in seine chromosomengestützte, konstitutive Konstruktionsarchitektur des Gesamtorganismus Mensch. CRISPR-Cas9 ist ein Instrument der Selbsttransformation.
Die Genomsequenz kann theoretisch an jeder gewünschten Stelle verändert werden, was bedeutet, dass Erbanlagen stillgelegt, repariert oder optimiert werden. CRISPR-Cas wirkt wie eine Präzisionsschere. Die genetische Veränderung von Embryonen durch CRISPR-Cas ermöglicht es, jede beliebige Erbanlage auf viele Generationen hinaus zu optimieren. Auch solche, die nicht auf einer der mehrere tausend Gene umfassenden Liste der schweren Erbkrankheiten stehen. Es geht auch um die Intelligenzgene oder um die Schönheitsgene. Das Besondere an CRISPR-Cas ist, dass durch diese Technologie in die Architektur des Gesamtorganismus Mensch auf eine Weise eingegriffen werden kann, dass diese Eingriffe irreversibel sind und sich quasi ewig weiter vererben in der Varianz der Vereinigung des Genoms von Ei- und Samenzelle. Die Auswirkungen von entsprechenden Eingriffen sind nicht abschätzbar. Nach dem neuesten Stand der Forschung und der daraus generierten Technologie könnte bereits ein manipulierter Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt werden. Und ein so verändertes Baby könnte auf die Welt kommen. Seinerseits würde es die manipulierten Gene an alle zukünftigen Generationen weitergeben. Meine Damen und Herren, damit stellen sich brisante ethische Fragen. Was wollen wir über Genmanipulation oder Keimbahninterventionen an krankheitserregender Beschädigung verhindern? Und was über das gesunde Normalmaß hinaus befördern? Wie steht es um erbanlagbedingte Behinderungen? Wie steht es um Verbesserung der Leistungssteigerung bei Gesunden? Was bedeutet es für das Selbstverständnis eines Menschen, wenn er sich mit biotechnischen Mitteln in letzter Konsequenz sogar selbst entwirft? Soll das ein Segen sein? Die Möglichkeit der Genschere ist ein Anlass zur Vergewisserung, ob, wie und wo und mit welchen Konsequenzen für den konkreten Menschen und seine Nachkommenschaft wir mit dieser biotechnologischen Methode umgehen wollen. Der Eingriff in die Keimbahntherapie ist augenblicklich in Deutschland verboten. Aber in der kommenden Legislaturperiode steht ein Reproduktionsgesetz vermutlich auf der Tagesordnung, das diese Frage regeln muss. Der Regelungsbedarf bezieht sich noch auf ein ganz anderes Umfeld oder das Umfeld dieser Biotechnologien insgesamt, ebenso mit brisanten ethischen Implikationen. Dieses ganze Feld der Biotechnologien, das außerordentlich fragmentiert ist und weit gefächert, ist kaum überschaubar, aber es bestimmt das Leben, die Lebenswelt von uns Menschen. Aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Als Christen, als Kirche, fühlen wir uns verpflichtet, in die ethischen und technologischen Debatten einzugreifen. Unser Selbstverständnis, eine lebensfreundliche Kirche sein zu wollen, verpflichtet uns, im Interesse des Lebensschutzes den uns möglichen Einfluss auch zu nehmen. Im Vorfeld des wohl kommenden Reproduktionsgesetzes steht viel an aktuellen Themen des Lebensschutzes an. Ich komme zu einem zweiten Bereich, in dem Technologien immer intensiver in alle Lebensbereiche der Menschen eingreifen. Die Technologie der Digitalisierung stellt einen Eingriff in die Kommunikation und in das menschliche Schaffen dar, seine Arbeit, sein Produzieren, wie das bisher unvorstellbar erschien. Digitalisierung in aller Munde, überall beginnt sie zu wirken, meint in seiner umfassenden Bedeutung die Umwandlung von Informationen aller Art in ein digitales Format. Die massenhafte Speicherung und Verarbeitung von Daten und die weltweite Vernetzung. Dabei wird die Gesamtheit aller wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Neuerungen und Veränderungen auf der Basis von Informations-
und Kommunikationstechnologien digitalisiert. Das, meine Damen und Herren, birgt viele Chancen. Wir stehen am Beginn einer neuen Epoche. Internet und künstliche Intelligenz fangen gerade erst an, ihre ganze Macht zu entfalten. Viele zukünftige Entwicklungen sind heute nicht abschätzbar. Es kommt daher in ganz besonderer Weise darauf an, dass wir aufmerksam den Prozess der Digitalisierung in unserer gesamten Gesellschaft verfolgen und mitgestalten. Namhafte Persönlichkeiten, selbst aus der Wirtschaft, klagen: Wir reden in Deutschland viel darüber, wie die Digitalisierung die Wirtschaft verändern wird. Wir reden aber zu wenig darüber, wie sie unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben verändern wird. Der Megatrend Digitalisierung bringt große Herausforderungen. Lässt sich die Informationsflut beherrschen? Wie sichern wir Teilhabe für die bisher digital Abgehängten? Müssen Algorithmen, die alles steuern, und Big Data gezähmt werden? Und wenn ja, wie? Ob der unabschätzbaren Folgen der Digitalisierung kommt es daher darauf an, dass wir wach bleiben. Und die Reflexion über ethische Fragen nicht vergessen. Dieses Wachbleiben ist unabdingbar. Nur so können wir mithelfen, den gesamtgesellschaftlichen Lernprozess im Interesse der Menschen voranzubringen und auch als Kirche mitzugestalten. Dieses Wachsein und dieses gesamtgesellschaftliche Mitgestalten, dazu ruft auch der neue Report zur Digitalisierung in Baden-Württemberg durch die Landesregierung ausdrücklich auf. Denn es stehen bei allen Chancen der Digitalisierung fundamentale Dimensionen des Menschseins und unserer demokratischen Entwicklung und des Zusammenwirkens auf dem Spiel. Die Digitalisierung greift revolutionär in unser Menschsein ein. Die Kommunikation, die bisher eine digital gestützte Kommunikation zwischen menschlichen Subjekten war, wird ergänzt und zunehmend dominiert von einer menschenunabhängigen, sich entpersonalisierenden, umfassend digitalisierenden Kommunikation von Computerwelten. Sie steuern sich autonom und nach nicht mehr durchschaubaren, komplexen Prozessen selbst. Dies bewirkt eine schleichende, unsichtbare und universale technologische Selbstorganisation durch digitale Netze und durch die Computersysteme. Hier bleibt der kommunizierende Mensch außen vor und wird doch von der digitalisierten, den Menschen als Subjekt und Akteur exkludierenden Kommunikation in Big Data und so weiter massiv bestimmt, beeinflusst, ja entmündigt. Und das, liebe Damen und Herren, ist kein Segen. Die umfassende Digitalisierung versetzt den Menschen also in eine prekäre Lage. Ich lehne die Digitalisierung keineswegs ab, meine Damen und Herren. Ich möchte ihre Chancen sehen, sie aufnehmen und nach meinen Möglichkeiten mitwirken an ihrer humanen Gestaltung. Aber einem Digitalisierungswahn zu verfallen, hilft schließlich niemandem und schadet letztlich allen. Wie alles Wahnhafte. Wenn das Menschsein des Menschen in der durchdigitalisierten Welt dekonstruiert wird, hätte das nicht auszudenkende, katastrophale Folgen. Digitalisierung ohne kritische Begleitung und verantwortete Gestaltung hat fatale Konsequenzen. Kritisches Innehalten, um kompetent mitgestalten zu können, tut Not. Um der Menschen willen. Um unserer Zivilisation willen. Deshalb sollten wir kritische Stimmen, und die gibt es viele, nicht arrogant abtun. Der Philosoph Günther Anders hat einmal gesagt:
wenn die Maschinen perfekter würden als der Mensch, werde die Technik vom Objekt zum Subjekt der Geschichte. Dann könne der Mensch die Macht der Geräte nicht mehr erkennen und Sachzwänge emotional und kognitiv nicht mehr bewältigen. Dieses Diktum, vor einigen Jahrzehnten schon ausgesprochen, kann auf die Digitalisierung hin umformuliert werden, ohne im geringsten seinen Gehalt zu verändern. Wenn die Technologien perfekter werden als die Menschen, dann wird diese Technologien vom Objekt zum Subjekt unserer Geschichte. Dann kann der Mensch die Macht der technischen Instrumentarien, wie zum Beispiel der Mikromesse- und Makrotechnologien des digitalen Paradigmas, nicht mehr erkennen und Sachzwänge emotional und kognitiv nicht mehr bewältigen. Darauf liegt kein Segen. Worauf das hinausläuft, ist leicht zu sehen. Die Urteilsfähigkeit des Menschen wird geschwächt. Durch Fakten, die die Digitalisierung schafft, kommt es zu einer schleichenden Entmündigung des Menschen. Er durchschaut nicht mehr, was geschieht. Die totale Unübersichtlichkeit des Netzes führt zur objektiven Überforderung des Menschen. Die Gründe für die Überforderung liegen außerhalb seiner selbst, in den ihm vorgegebenen und ihn beherrschenden, umfassenden, digital gewordenen Bedingungen des außer Kontrolle geratenen, sich permanent verselbstständigen digitalen Paradigmas. Die Freiheit des Menschen wird im Digitalen verspielt. Beim Medienkongress der Deutschen Bischofskonferenz zog Paul Kirchhoff, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, im Blick auf die Digitalisierung sein Fazit. Technik ist nur gut, soweit sie Freiheit garantiert und schafft. Ansonsten muss man dagegen kämpfen. Und das, fügt Kirchhoff noch hinzu, sei nicht nur ein Appell, sondern der Handlungsauftrag an die Kirchen, sich für Schwache angesichts der neuen Bedingungen einzusetzen. Durch die Digitalisierung verursachten negativen Folgen für das Menschsein des Menschen beginnen schon einzutreten und könnten das Menschsein des Menschen dekonstruieren. Die Würde des Menschen nimmt erheblich Schaden. Werden die genannten möglichen Gefährdungen real, kommt es zur Verletzung des ersten Artikels der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Entsprechend der Verpflichtung auf die Verfassung müssen wir wachsam sein und entschieden wehren, wo die unantastbare Würde des Menschen angetastet wird, beschädigt wird oder gar zerstört wird. Deshalb ist es zentraler Handlungsauftrag an die Kirchen, und ich nehme das, was Kirchhoff beim Medienkongress uns ins Stammbuch geschrieben habe, sehr ernst, sich für Schwache angesichts solcher Bedingungen einzusetzen. In der katholischen Soziallehre haben wir im Übrigen ein hervorragendes Instrumentarium, um mit einem klaren Bild vom Menschen und den zentralen Prinzipien Personalität, Sozialität, Subsidiarität und Solidarität für den Menschen und seine Gemeinschaft kompetent in den öffentlichen Diskurs einzutreten. Meine Damen und Herren, die beiden Großtechnologien, auf die ich eingegangen bin, agieren nicht selbstständig und unabhängig voneinander. Die wachsende Vernetzung und das Zusammenwachsen zu einem globalen Ganzen im Zeichen der digitalen Technologien zeigt dieses Bild. Seiner Broschüre der Konrad-Adenauer-Stiftung entnommen. Zwischen Biotechnologien und Digitalisierung ereignet sich gegenwärtig aus der Interdependenz ein integratives Ganzes.
Biotechnologien und Digitalisierungstechnologie wachsen zu einem einzigen Großparadigma zusammen. Die Machbarkeit durch Technologien beherrscht und durchherrscht alles und wird so zur säkularen Religion der Machbarkeit, in der sich der Mensch selbst aufzugehen droht und sich da hinein auflöst. Mit den Fortschritten der Digitalisierungstechnologie und der Biotechnologie geht meines Erachtens ein erheblicher Bewusstseinswandel einher. Die Selbstwahrnehmung der Menschen verändert sich. Es entstehen neue Menschenbilder. Daraus entsteht dann ein neues Paradigma, das das alte ablöst. Das Paradigma einer technologisch globalisierten Welt und Lebenswelt des Menschen in allen vorstellbaren Bereichen. Paradigma meint in diesem Zusammenhang die ganze Konstellation von Meinungen, Werten, Methoden, die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden und ihr Verhalten und Handeln unbewusst steuert. Dieses neue Paradigma wird von der Trias Machbarkeit, Technologie und Weltverbesserung bestimmt. Der Paradigmenwechsel zeichnet sich dadurch aus, dass technologische Machbarkeit im Hinblick auf die Weltverbesserung beziehungsweise auf die Rettung der Welt Ethos und Ethik, religiöse Grundüberzeugungen und Grundhaltungen ablösen. Das neue Paradigma traut der Dimension eines an Werten und Haltungen orientierten verantwortlichen Handelns nicht mehr zu, Leben und Welt angemessen zu gestalten. Computer können das Kraft ihrer gigantischen Rechnerleistung und ihres umfassenden, gespeicherten und sich weiter generierenden Wissens, so ist die Überzeugung, besser. Das neue Paradigma heißt dann, alles, was gemacht werden kann, technologisch gemacht werden kann, muss auch gemacht werden. Alles ist machbar. Die Technologien verbessern unsere Welt in Richtung Paradies auf Erden. Meine Damen und Herren, dies ist nicht meine eigene Beurteilung, sondern wird von wichtigen Akteuren der Digitalisierung mehr oder weniger so formuliert. In seinem bekannten Buch Homo Deus, eine Geschichte von morgen, schreibt der Verfasser Yuval Harari, ich zitiere ihn, im 21. Jahrhundert werden wir mächtigere Fiktionen und totalitäre Religionen als jemals zuvor erschaffen. Mithilfe von Biotechnologie und Computeralgorithmen werden diese Religionen nicht nur jede Minute unseres Daseins kontrollieren, sondern auch in der Lage sein, unser Gehirn und unseren Geist zu verändern, sowie durch und durch virtuelle Welten zu erschaffen. Eine neue Religion ohne Gott wird durch die Computerwelten erschaffen, nach eigenem Selbstanspruch. Das neue Paradigma vergöttlicht sich selbst, greift nach dem Status der Religion und verlangt Unterwerfung. Lesen Sie das Buch Deus, Homo Deus. Meine Damen und Herren, damit ist ein entscheidender Punkt erreicht. Das neue Paradigma wird zur Religion ohne transzendenten Gott. Der Mensch vereinnahmt das Religiöse für sein eigenes Projekt und geht selbst darin unter. Das ist kein Segen. Dass das keine Fiktion ist, davon weiß Michael Murstedt in der Süddeutschen Zeitung, über Entwicklungen im Silicon Valley in den USA zu berichten. Dort wolle eine Religion die künstliche Intelligenz anbeten. Dann beschreibt er die Kennzeichen dieser Religion ohne transzendenten Gott. Der führende Prophet der Robotik, berichtet Murstedt,
hat eine ganze Religion gegründet. Way of the Future lautet der Name seiner Kirche. Er will sich der Erschaffung und Anbetung einer Gottheit in Form einer künstlichen Intelligenz widmen. Seine Workshops heißen Gottesdienst. Sein Handbuch nennt er die Heilige Schrift. Die Fürsprecher der Technologien heißen in Kalifornien Evangelisten. Und der neue Gott ist ein freundlicher Avatar. Neue Technologien schaffen neue Gottheiten. In den Laboren von Google und Co. geschehe Unheimliches, ja gar Übernatürliches. Unsterblichkeitsversprechen wirkten plötzlich ganz konkret. So schließt Morstedt seinen Bericht. Selbstbestimmung und Verwurzeltsein in einem größeren, allumfassenden Ganzen, das das Transzendente, Heilige, Gott umfasst und von uns klassisch Religion genannt wird, wird überholt durch technologische Selbstorganisation der Computerwelten. Es folgt die Anbetung des Digitalen, die Sakralisierung, die Verzweckung des Heiligen und damit seine Zerstörung. In diesem Kontext passt die Inszenierung der Firma Google. Der sakrale Raum mit dem Google-Altar, über dem das Google-Emblem aufgerichtet ist, an dem Ort, wo sonst ein anderes Bild hängt oder ein anderes Zeichen gesetzt ist. Altar und Altarraum als Raum der globalen Technologieliturgie. Architektonisch inszenierte Google-Theophanie. Ist hier die Frage nach dem aufgerichteten Götzenbild unberechtigt? Das Heilige, das in den Religionen zur Erscheinung kommt und Gestalt annimmt, ist jedenfalls abgelöst. Ohne das Heilige aber wird alles für den Menschen verfügbar. Er selbst, für sich selbst. Ja, durch das sich verselbstständigende große Ganze des technologischen Paradigmas wird der Mensch denaturiert und ersetzt. In dieser Zukunft kommt der Mensch nicht mehr als Gestalter, sondern nur noch als Objekt im dynamischen digitalisierten Prozess vor. Seine ihm zukommende, unverletzliche Menschenwürde, seine Sakralität hat ausgedient. Der Mensch wird fremdbestimmt und ferngesteuert, im Datenmeer aufgelöst. Meine Damen und Herren, die Menschheitsgeschichte kennt formulierte Sätze, die dem Heiligen, der Menschenwürde, unbedingte Ehre erweisen. Es gibt viele wunderbare Texte, die ich Ihnen hier vorlesen könnte. Es gehört zum weisheitlichen Wissen unserer Kultur, dass dort, wo die Ehrfurcht vor dem Heiligen zerbrochen wird, in einer Gesellschaft Wesentliches zugrunde geht. Mit meinem letzten Teil knüpfe ich an den vorausgehenden Abschnitt zum Thema Heiliges an. Ohne den Respekt vor dem Heiligen nimmt unser Menschsein und unser Zusammenleben Schaden. Wäre uns nichts mehr heilig, könnten wir keine gute Zukunft erwarten. Keine segensreiche Zukunft. Darüber müssen wir nachdenken und lernen, was das bedeutet. Wir können unser Menschsein auch verspielen. Und es steht viel auf dem Spiel. Ich möchte deshalb jetzt Einladungen aussprechen zur Mitgestaltung einer lebensfreundlichen Zukunft und einem menschenwürdigen Leben. Hans Joas, meine Damen und Herren, bekannter Sozialphilosoph, hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben über die Heiligkeit der Person, des Menschen. Joas glaubt nicht an die Möglichkeit einer rein rationalen Begründung letzter Werte. Sie lassen sich nicht allein durch rein rationale Argumentation erzeugen.
Sie verlangen das Erzählen von Geschichten, jener Erfahrungen, die den Werten und Rechten des Menschen zugrunde liegen. Die zentrale Idee des Buches lautet: Die universale Menschenwürde ist das Ergebnis eines Sakralisierungsprozesses der Person des Menschen. Jedes menschliche Wesen wird fortan als heilig angesehen. Im Recht sei dieses Verständnis der Sakralität der Personen institutionalisiert worden. Hans Joas wichtiges Buch zeigt auf, wie die Idee der Menschenwürde und der Menschenrechte aus einer sich wechselseitig inspirierenden Parallelaktion säkularen und religiösen Denkens, Interpretierens und Handelns entstehen konnte. Die Heiligkeit des Menschen stammt letztlich aus der Grundüberzeugung von seiner Gottebenbildlichkeit. Aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen ist in Begegnung mit der neuzeitlichen Vernunft das herausgewachsen, was Joas mit Sakralität, mit Heiligkeit der Person in der Moderne meint. Die Würde des Menschen ist unantastbar, unverletzlich. Das ist die Heiligkeit des Menschen. Und in diesem Wort des Grundgesetzes wird auf säkulare Weise und in säkularer Formulierung das ausgesprochen, was im Letzten aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen stammt. Meine Damen und Herren, ein neues Gefühl, ein neues Empfinden für Heiliges, für Unantastbares, das unter keinen Umständen verletzt werden darf, das sollte wieder stärker werden. Diese Würde, diese Heiligkeit, natürlich hier nicht im moralischen Sinne verstanden, sondern als vor aller Leistung im Dasein des Menschen begründet, sollten wir wieder bewusster und auch selbstbewusster vertreten. Dazu können wir beitragen. Insgesamt sollte unsere Kultur und Zivilisation eine stärkere Beziehung zur Heiligkeit, zum Heiligen entwickeln. Das christliche Bild vom Menschen bedeutet, dass er kein Selfmade Man, keine Selfmade Woman ist. Er ist Geschöpf. Er ist nicht sein eigenes Produkt. Deshalb gilt besonders, er ist zunächst einmal Empfangender, ein im Leben Beschenkter und nicht ein Selbstproduzierter. Jeder Mensch ist verdankte Existenz, wie das schon Martin Buber so formulierte. Im Anschluss an die Stärkung des Verständnisses für Heiliges und daraus erwachsende menschliche Kultur messe ich den Festen der Christen, den christlichen Feiertagen, eine große Bedeutung zu. Für ein menschenwürdiges Zusammenleben, ein Leben der Menschen überhaupt. Recht verstanden leisten die Feste der Christen für die Gesellschaft insgesamt einen unverzichtbaren, wesentlichen Beitrag. Es mag Sie überraschen, wenn ich darauf hinweise, dass die Feste der Christen Zentrales dazu beitragen, dass es Gegenwart und Zukunft gelingt, die Humanität des Menschen je neu zu stiften und zu bewahren und dass sie auch so der humanen Gestaltung der Zukunft dienen und sie immer neu hervorbringen. Die Bedeutung der Festkalender, das Kirchenjahr, die Schönheit der Liturgie, diese feierliche Festlichkeit thematisiert die Grundfragen des Menschseins. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Mensch? Was darf ich hoffen? Fest und Feier sind menschliches Urbedürfnis. Der Sinn des Festes ist die heilsame Erhebung und Verwandlung des Alltags. Gemeinsam mit den Kirchengebäuden als Erinnerungsorten bilden die christlichen Feiertage als Erinnerungszeichen somit Formen des kulturellen Gedächtnisses an Sinnbezügen, von denen
sich nicht ausschließen lässt, dass sie über die aktuelle Bedeutung für die Gruppe hinaus auch zu anderer Zeit und an anderem Ort auf unvorhersehbare Weise Wirkungen zu entfalten vermögen. Um dieses kulturellen Gedächtnisses willen bleibt der Schutz und die Bewahrung der christlichen Feiertage eine dringliche, auch gesellschaftspolitische Aufgabe. Denn die christlichen Feiertage haben ihre eigene Bedeutung als aktuelle wie potenzielle Bezeugungsgestalten eines Sinnangebotes für gelingendes Leben. Wir feiern auch 2018 Ostern, auch 2018 Pfingsten, auch 2018 Weihnacht und heute zu Beginn des Jahres das Erscheinungsfest, das die Sternsinger auf ihre Weise in die Welt und zu den Menschen tragen und damit ein Segen sind. Sie bringen etwas, was keine Computerwelten können. Trost, Begegnung, Freude, Zuversicht. Die christlichen Feste im Kirchenjahr halten das Bewusstsein und die Sache des Heiligen präsent und das Gottesbewusstsein wach. In der Liturgie der Gottesdienste, der Feier der Eucharistie und in den Sakramenten der Kirche kommen die großen Fragen der Menschen zur Sprache. Und das nicht nur intellektuell, sondern in ästhetischer, den Sinnen, dem Erlebnis, der Erfahrung der Menschen offenstehenden Weise. Die Feste der Christen feiern Gott und feiern deshalb den Menschen, der sein Gottes Ebenbild ist und der durch Gott mit Herrlichkeit gekrönt ist. Deshalb kommt ihm eine unverletzliche Menschenwürde zu. Die Feste halten die unter keinen Umständen zu verletzende Würde des Menschen fest, erinnern an sie und vergegenwärtigen sie festlich. Und wenn wir mit feiern, tauchen wir ein als Personen in dieses Geschehen. Liebe Damen und Herren, ich wünsche mir eine einladende Lebenskultur und lebensstiftende Kirche. Und ich arbeite daran mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir wollen mit allen, die mitwirken möchten, in diesem Sinne eine den Menschen dienende Kirche sein. Eine diakonische Kirche. Eine Kirche, in der das Evangelium vom Heil für alle Menschen lebendig, spürbar, erfahrbar ist. Wir wollen mit allem und mit allen, die mitwirken möchten, eine bewohnbare, eine heimatgebende Kirche sein und auch eine prophetische, die der Gerechtigkeit in allen Bereichen unseres Lebens und Zusammenlebens verpflichtet ist. Ganz in diesem Sinne möchten wir als Kirche, als Christen, als Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Gesellschaft Segen bringen und Segen sein. So wünsche ich Ihnen von Herzen ein gesegnetes Jahr 2018.